Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Photoshop-Tutorial, das erste seit meinem Computer wieder geht. Und ich dachte mir, ich mache mal ein kleines Tutorial, wie man solche Wallpaper hier erstellen kann. Pluris Designs verwendet dieses Wallpaper unter anderem auch als Intro. Ob das jetzt von ihm ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Wie gesagt, ist es genau dasselbe. Und ich möchte euch einfach mal zeigen, wie man das machen kann. Ich versuche auch, das dann grafisch mehr oder weniger nachzumachen, beziehungsweise euch zu zeigen, wie man diese Effekte auch erstellen kann. Aber hauptsächlich geht es hier darum, zu zeigen, wie man diese Linien an sich machen kann. Und wenn die Zeit bleibt, dann gibt es natürlich auch dazu noch ein Tutorial. Wir fangen direkt mal an und machen ein neues Dokument in Photoshop. Ich habe jetzt hier 1280 mal 720. Ist natürlich nicht wirklich eine Wallpaper-Größe, zumal auch die Bildschirme ja alle größer sind, aber wir nehmen jetzt einfach mal dieses hier, weil es gut passt. Und wir fangen auch direkt an. Ihr nehmt ganz einfach eine neue Ebene hier unten und verwendet jetzt das, ich habe den Namen vergessen, Freiform-Werkzeug, nein, das Zeichenstift-Werkzeug. Das Freiform benutzen wir nicht. Und geht hier auf dieses Symbol, damit das nicht gefüllt wird. Also wenn ihr hier drauf geht, dann werden diese Linien gefüllt. Und das wollen wir nicht. Daher gehen wir auf das hier. Und jetzt gehe ich hier mal ein bisschen raus. Und jetzt überlegen wir uns ganz einfach, wie soll das Ganze aussehen? Wie soll, sollen diese Linien gehen? Und wir machen jetzt hier einfach mal einen Punkt. Und ihr müsst einfach immer dran denken. An jedem Punkt, den ihr setzt, könnt ihr die Linie am Ende dann verändern, sprich eine Kurve reinziehen oder ähnliches. Heißt, wir machen jetzt einfach mal hier so ein kleines Dreieck. Nach unten hin ist es dann egal, weil zugemacht wird es ja sowieso. Einfach verbinden. Und ihr seht, hier ist jetzt über das Bild dieses Gebildes sozusagen entstanden. Jetzt machen wir hier einen Rechtsklick auf Punktumwandlungswerkzeug und klicken auf diese Linie. Jetzt werden die Punkte hier angezeigt und ihr könnt jetzt mit einem Klick auf die Linie und gedrückt halten diese Linien verändern, verziehen, wie ihr möchtet. Und wir machen das jetzt einfach mal so, wie ihr gerade möchtet, wie es euch gerade in den Kopf, in den Sinn passt, in eure Kreativität natürlich auch. Ihr könnt auch hier unten noch was verändern, eventuell so. Jetzt machen wir einfach einen Rechtsklick und klicken auf Pfadfläche füllen. Hier gehen wir jetzt auf Farbe. Na, auf Farbe und suchen uns eine Farbe raus. Ich nehme jetzt hier einfach mal ein dunkleres Grau, damit sich das von dem Weiß abhebt. Und wenn wir jetzt mal diesen Pfad ausblenden, seht ihr, ist jetzt hier so eine Linie entstanden. Die ist jetzt nicht ganz schön geworden, weil die Abstände hier zu kurz waren, sprich der Steigungsgrad war zu hoch. Das hätte man anders machen können, aber so entstehen diese Linien. Um jetzt eine neue Linie zu machen, unabhängig von diesem Pfad hier, gehen wir hier auf Pfade. Das habt ihr hier oben bei Fenster Pfade, muss der Haken da sein. Und gehen jetzt hier unten auf Neu. Jetzt wird ein neuer Pfad erstellt. Also ihr könnt jetzt immer auf den alten zurückgehen und den verändern. Das ist eben auch das Gute an den Pfaden. Ihr könnt die weiter verändern. Wie gesagt, auf einen neuen Pfad. Jetzt machen wir hier eine neue Ebene und erstellen hier oben nochmal dasselbe wieder mit dem Zeichenstiftwerkzeug. Irgendein Gebilde. Ihr könnt das Ganze natürlich auch, wenn ihr dann etwas mehr Zeit habt, ich habe diese jetzt ja nicht, mit mehreren Punkten machen, mit mehreren Schwingungen. Aber da muss man dann auch aufpassen, damit das am Ende auch gut aussieht. So machen wir das mal. So ein bisschen. Wie gesagt, da ist eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Na, das war falsch. Nicht die Pfadkontur, die Pfadfläche. Hier nehmen wir jetzt auch einfach mal so einen Grau und gehen wieder auf Steuerung H, um das Ganze auszublenden. Und ich denke mal, wir lassen es jetzt einfach mal hierbei. Ihr könnt natürlich diese Ebenen noch viel weiter bearbeiten, noch viel mehr hinzufügen, aber ich möchte jetzt auch einfach, denke ich, noch ein bisschen ans Design gehen. Und jetzt habe ich schon ungefähr 5 Minuten und daher möchte ich jetzt euch das noch zeigen. Ihr macht einfach mal einen Doppelklick auf die Hintergrundebene und setzt jetzt hier einen Verlauf mal rein. Wie gesagt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Da ist wirklich keine Grenze zu irgendetwas.
Das ist ja auch das Schöne am Grafikdesign, man kann machen, was man möchte. Selbst wenn es den anderen nicht gefällt, solange es einem selbst gefällt, ist alles möglich. Wie gesagt, ich muss es hier nicht, denke ich, groß erklären. Ihr könnt Farben nehmen, die ihr möchtet, das ist ganz egal. Die untere nehmen wir vielleicht einen schwarzen Verlauf, etwas dunkleres. So. Vielleicht. Und hier oben auch mal schauen. Verlaufsüberlagerung. Vielleicht auch etwas Dunkles. Ich denke mal, hier können wir auch schwarz lassen und hier oben. So ungefähr. An sich wäre das jetzt schon von der Art relativ gleich. Also natürlich jetzt nicht insgesamt ist es gleich, sondern aber eben von der Art. Hier muss man aber natürlich noch einiges verändern, um auch nur annähernd an dieses Meisterwerk ranzukommen. Ups. So. Es gibt natürlich unendlich Möglichkeiten, wie schon ganz oft gesagt. Ich kann es immer wieder wiederholen. Man könnte jetzt hier zum Beispiel auch noch eine Kontur reinmachen. Diese Kontur kann man eine Farbe geben. Ihr könnt einen Schein nach außen machen, damit es so aussieht, als wäre das Ganze etwas abgehoben. Hier dann vielleicht die Größe auf 10 oder auf 20. Wenn euch das dann zu stark ist, natürlich auch die Deckkraft könnt ihr rausnehmen. Ihr könnt den Schlagschatten zur Hilfe nehmen, indem ihr das Ganze einfach mal umbiegt, damit die Kante etwas stärker wird. Wobei das dann aber nicht mehr funktioniert bei diesem hier, denn wenn ihr den Schlagschatten hier jetzt umstellt, dann wird er auch bei der unteren Ebene umgestellt. Aber natürlich der Schein nach außen, der funktioniert egal wie immer. Vielleicht auch ein bisschen die Deckkraft raus. Natürlich können wir auch hier einen helleren Strich nehmen, eine hellere Kontur. So. Es gibt unendlich Möglichkeiten. Wir können jetzt zum Beispiel noch die Hintergrundebene hier duplizieren. Beziehungsweise nein, machen wir nicht. Wir nehmen eine neue Ebene, füllen diese mit dem Füllwerkzeug, mit irgendeiner Farbe. Gehen dann auf Filter, Rauschfilter, ein Rauschen hinzufügen. Dort jetzt darauf achten, dass wir auf monochromatisch stehen. Sonst wird das Ganze farbig und das sieht nicht so schön aus, wobei man das auf Blau jetzt gar nicht sieht, aber auf anderen Farben sieht man das gleichmäßig und die Stärke könnt ihr einstellen, wie ihr wollt. Je nachdem, ich mache jetzt hier mal so um die 50% und jetzt können wir hier etwas mit den Ebenen rumspielen, zum Beispiel mit ineinander kopieren und die Deckkraft etwas rausnehmen, damit das Ganze nicht so stark aussieht. Wir können jetzt diese Ebene auch nochmal kopieren und über alles drüber legen. Dann seht ihr, ist jetzt hier so ein Effekt entstanden. Wir gehen mal hier auf 100%. So, damit dieses hier dasselbe ist, wobei das Ganze dann aber in der Mitte zu stark wird. Von daher würde ich eher vorschlagen, dass wir diesen Effekt dann einzeln anwenden. Sprich, wir duplizieren diese Ebene, duplizieren sie nochmal, dann einmal ausblenden und einfach zusammenfügen, auf eine Ebene reduzieren. So mache ich immer, da gibt es bestimmt auch andere Möglichkeiten. Dann Steuerung F, das ist die Abkürzung, da wir diesen Effekt ja schon verwendet haben. Und auch hier könnt ihr jetzt wieder mit der Deckkraft spielen. Und ihr seht den Unterschied. Hier oben sieht das Ganze ein bisschen formmäßig aus, also ein bisschen so wie mit einer, ja, mit einer Oberfläche. Und hier ist das Ganze eben sehr glatt. Und hiermit beende ich auch das Tutorial. Meine Zeit wird langsam knapp. Ich hoffe, ich bin nicht schon drüber. Ich verabschiede mich, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bei Fragen dürft ihr natürlich wieder in die Kommentare schreiben. Oder Anregungen, was für Tutorials ihr haben möchtet, könnt ihr natürlich auch in die Kommentarbox reinhauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, bis zum nächsten Tutorial und ciao.